Seid mir gegrüßt, ihr höchst fidelen audiophilen Tontechnik-Enthusiasten. Hier ist mal wieder der Techboss und heute zeige ich euch ein kleines Set an Kopfhörern. Genau, das ist das. Ja, schwierig zu sagen. Eigentlich heißt es Music Man BTX52. Es kommt aber von Technax. Also ist es technisch gesehen Technax Music Man BTX52. So ein Name für solche Kopfhörer. Okay, wir schauen uns mal an, was die Dinger können und ob sie ihre Versprechen halten. Ne? Zuerst mal finden wir raus, was so in der Verpackung drin ist. So, wir haben hier auf der Verpackung natürlich schon jede Menge kleiner Vorankündigungen, Produktbilder und unter anderem auch zuerst in Deutsch die Kurzbeschreibung. Die könnt ihr euch sehr gerne durchlesen, wenn euch das interessieren sollte. Hier könnt ihr sehen, was draufsteht. Noch mehr Produktbilder und glückliche junge Damen. Nüchtern, schlicht, einfach. Weiß geht nicht so einfach raus aus der Packung. Man muss erst den Pappdeckel abheben, damit man die Kopfhörer herausbekommt. Dann haben wir hier unten drunter noch eine Pappe, dann eine Anleitung, ein Ladekabel, sehr kurz. Also das passt hier, obwohl ich sehr nah dran bin, locker in den Frame. Und dann noch Silikonpinökel in insgesamt 3 verschiedenen Größen. Das Ladecase hat einen Akku mit 500 mAh Kapazität und jeder enthaltene Kopfhörer hat jeweils 60 mAh und rechnerisch ergibt das ca. 4 Ladungen in der Box plus die in den Hörern. Also insgesamt gibt es 5 Ladungen, ungefähr 5,5 Stunden, je nachdem ob mit oder ohne ANC. Und die Box wird geladen in ca. 2,5 Stunden. Technisch sind die Dinger, naja, durchschnittlich ausgestattet. Wir haben Bluetooth 5.0, das ist gut, energiesparend und so weiter. Dann den SBC-Codec, was ja energiesparend ist, aber qualitativ leider nicht optimal. Dazu kommen wir aber gleich. aptX wäre mir zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von ca. 100 Euro definitiv lieber gewesen, aber gut, wir haben, was wir bekommen. Funktionsmäßig kann man die Dinger natürlich aus der Box nehmen und sie aktivieren sich. Dann können wir durch langes Drücken auf der rechten Seite ANC ein- und ausschalten. Und außerdem gibt es noch den Transparency-Modus. Manuelles Ein-Ausschalten der Kopfhörer funktioniert nicht. Das geht nur, indem man sie aus der Box nimmt oder wieder zurücksteckt. Man kann durch doppeltes Tippen auf der rechten bzw. linken Seite Play-Pause machen. Durch dreimaliges Tippen kann man auf der rechten Seite zum nächsten Titel und auf der linken Seite dreimal tippen zum vorherigen Titel springen. Eingehende Anrufe werden durch einzelnes Tippen links oder rechts angenommen. Und aufgelegt wird durch zweimaliges Tippen links oder rechts. Anrufe ablehnen geht auch, und zwar indem man einfach lange 2 Sekunden auf links oder rechts tippt. Wenn man die linke Hörerseite lange drückt, habe ich ja gerade schon erzählt, kommt man in den Transparency-Modus. Und wenn man einen Sprachassistenten aktiviert hat, dann wird durch die lange Drücken-Geste auf der linken Seite der Assistent aktiviert. Die ANC-Leistung ist jetzt nicht super überragend, sie ist nicht schlecht, aber sie ist halt auch nicht geil. Also es ist so ein Mittendrin-Ding, es ist nicht komplett nutzlos, also man hört schon, wenn man jetzt zum Beispiel in einem Raum mit Klimatisierung sitzt oder in einem Flugzeug, dass das Geräusch gemindert wird, allerdings nicht komplett und auch hauptsächlich im tieferen Brummtonbereich. Höheres Rauschen, also rosa Rauschen oder weißes Rauschen zum Beispiel, oder noch höhere Töne oder auch unerwartete Töne wie, keine Ahnung, sprechende Leute oder sowas, werden nicht sehr gut bis gar nicht gefiltert. Aber man merkt definitiv einen Unterschied, ob das Ding ein oder aus ist. Aktiviert man das ANC ohne Musik, dann hört man auch ein leichtes Rauschen, aber sobald man Musik hört, ist dieses Rauschen vollkommen vernachlässigbar, denn es ist dann so leise, dass man es nicht mehr hört. Was ich an dem ANC sehr geil finde, ist, dass es den Klang der Musik absolut gar nicht verändert. Das ist bemerkenswert. Das schaffen noch nicht alle Kopfhörer. Und wenn wir schon beim Sound sind, was können die Dinger? Der Hochtonbereich, fangen wir diesmal oben an, ist zurückhaltend. Also mir fehlt da ein ganzes Stück Brillanz und die Klarheit und das Durchsetzungsvermögen der hohen Töne ist gerade im niedrigen Lautstärkebereich ziemlich begrenzt. Mittentonbereich, angenehm warm und weich für Stimmen und im Zusammenhang mit den leicht abgeschwächten Höhen, wie gesagt, besonders für Stimmen sehr gut geeignet. Hörbücher und sowas machen super Spaß und auch der Bass kommt bei den Dingern gar nicht zu spät. Wie sagt man das? Zu spät? Zu kurz. Auch der Bass kommt bei den Dingern absolut nicht zu kurz. Die haben einen angenehmen, runden Bass mit richtig schönem Volumen, kann man sich nicht beschweren, aber wie gesagt, die Klarheit oben raus fehlt mir definitiv und die Mitten sind mir persönlich ein bisschen zu stark betont. Aber wie gesagt,
für Stimmen sehr, sehr gut. Interessanterweise, wenn man die Dinger eine ganze Weile benutzt und auch ein bisschen lauter hört, dann ist das wie wenn man sich dran gewöhnt. Das ist dann ein sehr angenehmes, weiches Klangbild, das eigentlich, egal in welcher Lautstärke, dem Ohr schmeichelt. Also es ist wirklich angenehm, mit den Dingern zu hören. Auch wenn sie, wie gesagt, in meinem Geschmack im Hochtonbereich ein bisschen zurück sind. Apropos weich, Tragekomfort. Die Dinger passen natürlich wunderbar ins Ohr und erinnern überhaupt nicht an irgendwelche Produkte aus Kalifornien. Aber es ist ja auch nicht so, dass es die einzigen wären, die das machen. Ne? Rechts, links ist gekennzeichnet. Wir haben auf der Rückseite hier oben das Noise-Canceling-Mikrofon, hier unten das Sprachmikrofon und hier innen das zweite Noise-Canceling, weil ich glaube, dass die zwei verschiedene Noise-Cancelings haben. Ist aber auch wurscht, das steht auch nicht näher beschrieben. Auf jeden Fall oben Noise-Canceling, das hört man, wenn man mit dem Finger so drüber fährt. Dann wird dieses Geräusch, wie wenn man über ein Mikrofon drüber streicht, auch mit in das Signal gegeben. Auf jeden Fall sieht das so aus, wenn man die im Ohr hat. Was ich bemerkenswert finde, sehr geile Verarbeitung erstmal. Das komplette Case, auch hier der Deckel, er bleibt mal oben und schließt magnetisch, bleibt also auch zu. Sehr schön. Wir haben hier innen drinnen eine Ladeanzeige, ich weiß nicht, kann man die sehen? Die drei Punkte, genau da sind sie. Das sind normalerweise vier, wenn der Akku ganz voll ist, aber nachdem ich die Dinger ja auch benutze, um sie zu testen, sind es aktuell nur drei. Mit 10,6 Gramm finde ich die auch absolut nicht zu schwer. Also für durchschnittlichen Sport wie Joggen oder einfach durch die Stadt latschen, das ist für manch einen von uns Sport, glaubt mir das, perfekt geeignet. Die sitzen ganz leicht und die stören überhaupt nicht im Ohr. Die sind so unauffällig, das finde ich richtig gut. Also da sind mir sogar meine Lieblingskopfhörer, die Padmate Pamu Quiet, sogar die sind mir da nicht so angenehm im Ohr wie die. Weil die sitzen irgendwie ein bisschen künstlicher, ein bisschen aufgesetzter. Ne? Um die soll es ja nicht gehen. Wie gesagt, die sind auch eine Ecke teurer. Habe ich ja in dem Video da schon mal vorgestellt. Könnt ihr euch mal reinziehen. Gibt es jetzt regulär zu kaufen. Muss man ein bisschen googeln. Ich weiß jetzt nicht genau, wo es die gibt. Sind ja ein ganzes Eck teurer als die Music Man. Aber auch jeden Cent wert. Egal, schaut euch das Video an, wenn es euch interessiert. Zurück zu den Music Man, die übrigens aus Deutschland kommen. In Germany. Wobei ich glaube, das ist made in China und imported nach Germany. Ich kann es aber nicht sagen, weil das ist nirgends näher beschrieben. Es steht auch nirgends made in China drauf. Doch hier, made in China, aber Technax Deutschland GmbH. Ne? Also immerhin ist es eine Firma, die ihren Sitz in Deutschland hat, die die Dinge vertreibt. Das ist schon mal schön, weil dann gibt es ne, Service und so. Sehr bequemer Sitz, wie gesagt. Fallen nicht raus und dichten gut ab und das ANC verrichtet seinen Dienst. Das Case ist relativ unförmig. Es ist zwar von den allgemeinen Abmessungen her nicht mal so riesengroß, aber es ist unverhältnismäßig dick, wenn man das ansieht. Man merkt es, wenn es in der Hosentasche ist, besonders mit den Hipsterhosen, die halt eng anliegend sind, da macht das Ding eine richtig ordentliche Beule. Davon abgesehen, wie gesagt, Verarbeitungsqualität einwandfrei, Deckel hält, die Dinger laden sauber, verbinden sich auch einigermaßen gut mit dem Handy und einigermaßen sage ich deswegen, weil ich nämlich mit meinem Handy, speziell wenn ich da eine Verbindung aufbaue, dann hält die Verbindung 10 Sekunden und dann bricht die Verbindung ab. Die Teile gehen sofort in den Pairing-Modus und ich muss neu verbinden. Danach kein Problem mehr. Hält die Verbindung so lange, bis ich die Hörer wieder in die Box stecke. Warum das so ist, weiß ich nicht. Wenn ich die Dinge mit dem Laptop verbinde, dann habe ich das Problem nicht. Also es muss irgendwas mit meinem Handy, mit irgendeiner Energiespareinstellung zu tun haben. Falls ihr so ein Problem habt, schaut mal, ob ihr nicht irgendwelche Einstellungen am Handy verkehrt habt. Was mir noch, wie gesagt, gut gefällt ist, einmal, ich mag die Ladeanzeige von diesen Dingern, weil die so schön unauffällig ist. Wenn man sie rausnimmt, dann leuchten und blinken die Teile auch nicht, sondern die sind einfach nur da. Genau. Und eingeschaltet sieht man, hier oben drin ist die Akkustandanzeige vom Case. Eine wichtige Sache gibt es noch zu wissen. Man kann nur mit einer Seite einseitig hören, und zwar mit rechts. Wenn man nur den linken Hörer verwenden möchte, das geht nicht, ganz vergessen. Rechts geht einseitig, links geht nur, wenn der rechte auch mit dabei ist. Kommen wir noch ganz schnell zum Preis, bevor wir das hier beenden. 100 Euro UVP, bei Amazon in der Regel irgendwas um die 68 Euro. Für 68 Euro würde ich sagen, kann man die Dinger kaufen. Man sollte aber nicht erwarten, dass sie klingen wie die fettesten Studio-Monitor-Kopfhörer oder so. Die haben ihr eigenes Soundprofil, wie gesagt. Das ist sehr weich und rund mit ordentlich Bass. Nicht zu viel, ordentlich und darüber hinaus abgeschwächte Höhen, sehr schön für ja, entweder laute Musik oder eben Stimmen. Genau. Und
für 68 Euro, wie gesagt, gerade noch so im Rahmen. Auf Amazon für 100 Euro würde ich sie nicht kaufen. Für 68 Euro oder weniger, wenn ihr einen coolen Deal erwischt. Schaut mal in die Videobeschreibung, da könnte es vielleicht was Cooles geben. Auf jeden Fall gibt es da die Links zu den Technax-Kopfhörern, zu den Musicman BT2X52. Genau, und wenn ihr sie haben wollt, greift zu. Man macht damit nicht so viel verkehrt. Das sind gute Kopfhörer. Die haben ordentlich Akkulaufzeit, ganz guten Sound, verbinden sich vernünftig, bleiben auch verbunden. Ich hatte auch keine Verbindungsabbrüche. Also wenn sie mal stabil verbunden waren, wie vorher schon mal erwähnt. Freut euch mal auf den 27. November, glaube ich. Da kommt außer der Reihe mal wieder ein Video. Und das wird geiler Scheiß. Da müsst ihr auf jeden Fall dabei sein, weil da werde ich etwas reviewen, was dann an demselben Tag um 16 Uhr, glaube ich, in den Black Friday geht und wo man mal so richtig Kohle sparen kann. Und ja, mehr darf ich noch nicht sagen, ehrlich gesagt. Also schaut einfach am 27. hier nochmal vorbei und ihr werdet sehen, worum es geht. Genau. 26. oder 27. Am besten ihr abonniert einfach den Kanal, drückt die Glocke, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video habe. So einfach ist das. Genau. Okay, also ich bin jetzt für heute raus und sage, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bleibt laut und ciao. Überall Lampen rum, meine Fresse.